Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 78, Antrag Aktuelle Stunde, Fraktion der SPD. Die Hessische Landesregierung muss ehrenamtliche Tätigkeiten ermöglichen und nicht behindern. Das Wort hat der Kollege Günter Rudolph. Bitte sehr, Günter. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Nach einer wichtigen Debatte eher wieder der Alltag. Keine Wertschätzung für ehrenamtliche Tätige durch das hessische Finanzministerium. Herr Finanzminister Boddenberg, die Landesregierung ist ja mit dem Selbstlob immer ganz gut vertreten, bei passender und unpassender Gelegenheit. Das sind die Sonntagsreden, das ist das Prosa, und im Alltag Montag sieht es schon wieder ganz anders aus. Die vielen ehrenamtlich engagierten Beschäftigten aus dem Bereich Ihres Ministeriums sollen nämlich die Ausübung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit erschwert bzw. nahezu unmöglich gemacht werden. Zukünftig Fälle von Kinderbetreuung, freie Tage für Dienstjubiläum, Schöffentermine, Wahrnehmung von Mandaten in Kreistagen, Stadtverordnetenversammlungen, Gemeindevertretungen, politische und gewerkschaftliche Mandatsausübung, Lehrgänge beim THW und der Feuerwehr beim Sport und alle weiteren ehrenamtlichen Funktionsausübungen, die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Für solche Anträge, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, muss jetzt zukünftig ein mehrseitiger Antrag ausgefüllt werden. Der muss auch mindestens 14 Tage vorher an das Finanzministerium gesandt werden. Und dort wird dann entschieden, ob man solchen Anträgen stattfindet. Meine Damen und Herren, haben Sie eigentlich im Finanzministerium nichts anderes zu tun, Herr Kollege Boddenberg, als so einen Quatsch auf den Weg zu bringen? So einen Quatsch! Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir stellen uns das einmal in der Praxis vor. Ein Feuerwehrmann macht einen Grundlehrgang, einen Maschinistenlehrgang. Der dauert üblicherweise 5 Tage an der Landesfeuerwehrschule in Kassel oder bei der Jugendfeuerwehr in Kappel. Und nach der Erlasslage, Sie haben einen besonders eifrigen Zentralabteilungsleiter, der auch in anderen Sachen schon eine eher unrühmliche Rolle gespielt hat, um es einmal vorsichtig und freundlich an diesem Morgen zu formulieren, der hat ja wohl nichts anderes zu tun, als die Mitarbeiter zu traktieren. Meine Damen und Herren, die Rechtslage, es geht hier um die § 16 der Urlaubsverordnung, § 69 Absatz 2 und 3 des Hessischen Beamtengesetzes und es geht um die § 4 und 29 des TVHs Tarifvertrag Hessen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Gesetzeslage gibt eigentlich einen klaren Anspruch auf Sonderurlaub. Dienstbefreiung und Arbeitsbefreiung für ehrenamtliches Engagement unter Belassung der Bezüge bzw. der Vergütung. Zukünftig kann die Wahrnehmung, so steht es drin, auch nur dann erfolgen, wenn man selbst den Zeitausgleich herbeiführt. Und dann wird auch noch zynischerweise gesagt, ja, wenn eben dann vormittags eine Kreistagssitzung ist über Stunden, dann kann man halt nachmittags arbeiten. Und wenn es bis 20 Uhr oder 21 Uhr dauert, halt. So ist das eine saloppe Aufforderung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das, was Sie machen, dieser Ehrenamtsbehinderungserlass, ist eine Beleidigung für die vielen tausenden ehrenamtlichen Menschen, die wir als Zivilgesellschaft in Hessen brauchen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und jeder, der sich ein bisschen mit Verwaltungsabläufen auskennt, dass man das auch noch in das Finanzministerium hochzont, trauen Sie Ihren Dienststellenleitern nicht zu, das zu überprüfen. Und das Verfahren ist ja so, 14 Tage vorher, Sie müssen die Einladung und sogar die Tagesordnung vorlegen. Herr Finanzminister, die Tagesordnung geht Sie nichts an eines Kreistages. Das geht Sie mal gerade gar nichts an. Es ist ein Selbstverwaltungsorgan. Was soll das eigentlich? Wen wollen Sie kontrollieren und wen wollen Sie eigentlich traktieren? Unabhängig davon, ob das rechtlich alles haltbar ist, das wird ja auch in Rede und in Zweifel gestellt, fragen wir uns, was das soll. Der Frust, das hören wir gerade von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ist jedenfalls riesengroß, den sie da produziert hat. Wer einen solchen Unsinn, um das mal klar zu benennen, ausgedacht, sich ausdenkt, der ist wahrscheinlich in seinem Leben ehrenamtlich selber noch nie tätig geworden. Selber noch nie tätig geworden. Und das ist das Fatale, weil Sie ja bei jeder Gelegenheit loben, wie Sie das Ehrenamt entsprechend würdigen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser Erlass ist jedenfalls eine Beleidigung für alle ehrenamtlich Tätigen in der Gesellschaft. Und die Demokratie lebt auch gerade vom Ehrenamt. Das müssen wir ermöglichen und nicht verhindern. Wertschätzung
Wertschätzung sieht jedenfalls anders aus. Und das, was wir an Rückmeldungen bekommen haben, ist in der Tat fatal. Jetzt stellt sich die Frage, der Minister hat das ja für seinen Amtsbereich gemacht. Gilt das übrigens für alle weiteren Bereiche der Landesregierung? Wir werden das abfragen. Gilt das für den Bereich des Innenministeriums, des Sozialministeriums? Wenn Sie wollen, dass Ihre Mitarbeiter nicht mehr freigestellt werden können, dann müssen Sie es bitte sagen. Dann herrscht auch eine klare Gefechtslage. Aber das, was Sie hier produziert haben, ist unsäglich. Das ist wirklich ein Schlag in die Magengrube aller ehrenamtlich Tätigen. Aber das passt zu dem Motto dieser Landesregierung, dass Sie sehr oft das Gegenteil von dem machen, was Sie im Ihr Programm entsprechend verkünden. Und Herr Minister Beuth, es gibt nur eine, Entschuldigung, Herr Finanzminister Boddenberg, es gibt nur eine klare Antwort an Sie. Ziehen Sie diesen unsäglichen Erlass zurück, ermöglichen Sie ehrenamtliche Tätigkeiten. Das brauchen wir ganz dringend in der Gesellschaft und hören Sie mit diesen Spielchen auf. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin der Rudolph. Nächste Rednerin ist die Frau Kollegin Lena Arnold, CDU-Fraktion. Lena, bitte. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Erst einmal vielen Dank an die SPD für diese Aktuelle Stunde. Es geht ja zumindest laut der Überschrift erst einmal ums Ehrenamt. Und da freue ich mich, doch auch erst einmal ausführen zu können, was in Hessen eigentlich alles so geht. Wie aus dem jüngsten Ehrenamtsbericht hervorgeht, üben 42% der Hessinnen und Hessen ab 14 Jahren ein Ehrenamt aus. Das sind rund 2 Millionen Menschen. Sie engagieren sich als Einsatzkräfte bei Rettungsdienst, THW oder in der Feuerwehr, bieten Sport- und Freizeitangebote in Vereinen, unterstützen ihre Mitmenschen in sozialen Notlagen, treiben Integration voran, schützen die Umwelt oder prägen in der Kommunalpolitik ihre Heimat. Und dies sind nur einige Beispiele. Die Angebote sind so vielseitig, dass nahezu jeder Mensch davon profitiert. Und das große Engagement zu würdigen und Rahmenbedingungen zu erhalten und zu schaffen, die das Ehrenamt stärken, ist ein Kernanliegen der Landesregierung und der sie tragenden Fraktionen. Und wir sagen zuallererst herzlichen Dank an alle Ehrenamtlichen für ihre Hilfe und für ihre Unterstützung. Nun zu Ihrem Antrag. Verwunderlich ist für uns der Titel der Aktuellen Stunde der SPD und die Debatte, die Sie damit versuchen zu verbinden. Die Unterstellung, das Land Hessen behindere ehrenamtliche Arbeit, ist für mich gelinde gesagt absurd. Der beste Beweis für den hohen Stellenwert, den das Ehrenamt in Hessen genießt, ist das breite Spektrum an Förder- und auch an Anerkennungsmaßnahmen der Landesregierung. Wichtiges Instrument für unsere Ehrenamtsstrategie ist der Ehrenamtsbericht. Diesen legte die Landesregierung im Oktober 2020 vor. Schauen wir also mal gemeinsam in den Bericht. Da ist insbesondere die Landesehrenamtsagentur zu nennen, als zentrale Anlaufstelle für Anbieter ehrenamtlicher Leistungen verknüpft sie hessenweit Einrichtungen, Agenturen, Vereine, Verbände und Fachstellen. Sie organisiert Fortbildungen, Tagungen, fördert den Erfahrungsaustausch und auch den Ideentransfer. Sie berät Kommunen, Organisationen, Fachkräfte, koordiniert Projekte, nutzt Synergieeffekte, um ehrenamtliches Engagement zu bündeln. Hinzu kommen Kampagnen wie Dein Ehrenamt, die Landesstiftung Miteinander in Hessen, der von Hessen angestoßene Versicherungsschutz für Ehrenamtliche, steuerliche Unterstützung für Vereine oder Erleichterung für Ehrenamtliche, z.B. die Anhebung der steuerfreien Ehrenamtspauschale auf 840 €. Ich bin gerade erst am Anfang der Liste. Da gibt es Engagementlotsen, Freiwilligenagenturen, Koordinierungszentren. Da werden Wettbewerbe und Kongresse veranstaltet, Auszeichnungen vergeben, die Teilhabe gestärkt. Es gibt die Ehrenamtsförderung mit jährlich 500.000 € und die Ehrenamtskarte. Und ich könnte hier noch lange, lange weitererzählen. Meine Damen und Herren, wie gesagt, ein Blick in den Ehrenamtsbericht lohnt sich. Werfen wir zum Abschluss noch einen Blick auf den Bereich der Freistellung, der die SPD ja zu beschäftigen scheint.
Viele ehrenamtlich Tätige sind Beschäftigte des Landes Hessen. Und auch sie sollen die Möglichkeit erhalten, sich für ein ehrenamtliches Engagement vorübergehend von beruflichen Verpflichtungen freistellen zu lassen, in Form von Sonderurlaub oder Dienstbefreiung. Das ist gut und richtig, z.B. bei Personalräten. Doch diesem Angebot ja, sind auch Grenzen gesetzt. Und weder in Hessen noch in einem anderen Bundesland oder im Bundesrecht gibt es die Möglichkeit eines schrankenlosen Rechts auf ehrenamtliche oder gewerkschaftliche Betätigung bei voller Besoldung. Und die Erklärung dafür ist doch so einfach. Warum heißt es denn Ehrenamt? Weil es eine Ehre ist, dieses Amt freiwillig und wahrscheinlich auch den größten Teil in seiner Freizeit auszuüben. Deswegen heißt es so. Ansonsten, Herr Rudolph, heißt es nämlich Beruf, Job, Aufgabe, Verpflichtung oder sonst irgendwie. Meine Damen und Herren, CDU und Grüne stehen eng an der Seite der Ehrenamtlichen in Hessen. Die Rechtslage sowie der skizzierte umfassende Förder- und Anerkennungskatalog zeigen, dass die Vorwürfe der SPD haltlos und übertrieben sind und an der Realität vorbeigehen. Vielen Dank an all diejenigen, vielen Dank an all diejenigen, denen das nichts ausmacht und die sich weiterhin aus Überzeugung ehrenamtlich engagieren. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Kollegin Lena Arnold. Nächster Redner ist der Kollege Hermann Schaus, Fraktion DIE LINKE. Hermann. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, bleiben Sie etwas ernst. Das Wort hat der Kollege Hermann Schaus. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! In den hessischen Finanzämtern war es jahrzehntelang ruhig und friedlich und so, wie wir es als Steuerzahlerinnen auch erwarten. Doch seit dem Amtsantritt von Finanzminister Boddenberg ist das ganz anders. Denn seit Anfang Oktober 2020 tobt durch einen internen Konflikt in der gesamten Behörde der hessischen Finanzverwaltung, der seinesgleichen sucht. Es begann mit einem Erlass zur Erfassung der Arbeitszeit der Beschäftigten bei Sonderurlaub wegen gewerkschaftlicher Tätigkeit vom 1. Oktober 2020. In diesem Papier geht es um die organisatorische Abwicklung der Arbeit von freigestellten Personalräten. Hier wird erstmals eine klare Trennung zwischen Freistellung und gewerkschaftlicher Arbeit innerhalb dieser Freistellung und eine organisatorische Differenzierung vorgenommen, die zu erheblichem Aufwand für die Personalräte, aber auch für die Dienststellenleitung führt. Zwar wird formal nichts eingeschränkt, und Personalräte können auch weiterhin sich für gewerkschaftliche Tätigkeit usw. freistellen lassen. Sie sollen dies aber künftig in jedem Einzelfalle in der Dienststelle beantragen und damit genehmigen lassen. Und das ist ein neues Verfahren. Einen Tag später erfolgte ein weiterer Erlass, in dem die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststellenleitungen und Personalräten eingeschränkt und auf das gesetzliche Maß reduziert wurde. Dadurch wurde ohne Not die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit wie ein Schweizer Käse durchlöchert. Warum, frage ich, werden nun plötzlich die Personalräte von wesentlichen Informationen abgeschnitten? Was soll das in der Finanzverwaltung? In der Zwischenzeit gibt es 5 Erlasse, und jetzt sozusagen sind alle ehrenamtlich Tätigen betroffen. Die jüngste stammt vom 21. April 2021. Dort wird in steter Fortsetzung der ministeriellen Zermürbungspolitik allen Dienststellenleitungen, deren langjährige Kompetenz, Sonderurlaub oder Dienstbefreiung zur Ausübung ehrenamtlicher Tätigkeiten im Rahmen des § 69 Hessisches Beamtengesetz oder § 16 der Hessischen Urlaubsordnung zu gewähren, gänzlich entzogen.
Stattdessen wird ein gigantisches zentrales Beantragungsverfahren aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter per Fragebogen direkt beim Finanzministerium formal auf Probe für ein Jahr eingeführt. Und Frau Arnold, das ist die Behinderung der ehrenamtlichen Tätigkeit. Das ist die Behinderung der ehrenamtlichen Tätigkeit. Ich frage Sie ebenso wie mein Kollege Rudolph auch, Herr Minister Boddenberg, haben Sie im Ministerium eigentlich sonst nichts zu tun? Ja? 5 Erlasse in kürzester Zeit, nachdem Sie Minister geworden sind, nur um die Beschäftigten zu knebeln. Das ist schon sehr bemerkenswert. Dieser Erlass, der jüngste Erlass, ist eine klare Misstrauenserklärung auch gegenüber den örtlichen Dienststellenleitungen in den Finanzämtern. Wenn es aus der Sicht des Ministeriums in der Vergangenheit zu unterschiedlichen Behandlungen bei der Gewährung von Sonderurlaub und Dienstbefreiung für ehrenamtliche Tätigkeiten gekommen ist, dann hätte ein klarstellendes Rundschreiben an die Behördenleitung doch genügt. Und man muss hier nicht ein solches Monstrum von Organisation und Zentralisierung innerhalb der Finanzverwaltung aufbauen. Das entspricht meiner Ansicht nach einem obrigkeitsstaatlichen Verständnis und widerspricht jeglichen Erkenntnissen der Kooperation und der vertrauensvollen Zusammenarbeit innerhalb der Finanzverwaltung. Und offensichtlich wird das von der CDU ja gerechtfertigt. Deshalb, meine Damen und Herren, wird innerhalb der Finanzämter bereits von Union-Busting gesprochen. Das bezeichnet die gewerkschaftliche Zerstörung und ist ein Fachbegriff aus der USA für die systematische Bekämpfung, Unterdrückung und Sabotage von Arbeitnehmervertretungen, also Gewerkschaften, Betriebsräten und Personalräten. Herr Minister Boddenberg, nehmen Sie endlich das Gesprächsangebot der Deutschen Steuergewerkschaft an und sprechen Sie endlich mit den Gewerkschaften und den Personalräten darüber. Das ist meine herzliche Aufforderung. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Hermann Schaus. Das Wort hat nun der Abg. Frank Kaufmann, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Bitte auf. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Also, wir haben jetzt ganz unterschiedliche Beiträge gehört. So viel Charme, wie die Kollegin Arnold vorgetragen hat, das ist leider nicht mein Fall. Das kriege ich nicht hin. Aber so viel Empörung, wie der Kollege Schaus und der Kollege Rudolph vorgetragen haben, das wäre mir schon zuzutrauen. Ich glaube, insbesondere die zwei Empörungsexperten haben relativ weit am Verständnis der allermeisten vorbeigeredet. Denn die Aufregung, die Sie hier vorgetragen haben, ist mit viel Eifer aus unserer Sicht, sagen wir mal, herbeigepumpt, um dem Finanzminister und damit der Regierungskoalition am Zeuge zu flicken. Deswegen will ich mal etwas nüchterner auf die Fakten versuchen einzugehen. Als Erstes gleich zu Anfang an alle zum Thema Ehrenamt aus unserer Sicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Ehrenamt ist viel zu wichtig, als dass es sich für einen solchen, auch eher kleinlichen Streit, wenn man ihn genauer anguckt, instrumentalisieren lassen sollte. Wir haben gehört, Hunderttausende von Menschen in Hessen leisten unverzichtbare Arbeit für unsere Gesellschaft und ihren Zusammenhalt in den unterschiedlichsten Formen des Ehrenamts. Und nicht ohne Grund haben wir hier im Landtag ja den neuen Artikel 26f erarbeitet, den das hessische Volk am 28. Oktober 2018 in die hessische Verfassung aufgenommen hat. Der Schutz und die Förderung ehrenamtlichen Einsatzes ist ein Staatsziel mit Verfassungsrang. Und deswegen brauchen wir über die Bedeutung und die Förderung des Ehrenamtes hier in diesem Hause wirklich nicht zu streiten. Und dann stellt sich doch die Frage, worum geht es wirklich?
Also die beiden Michaele, Michael Volz von der Steuergewerkschaft und Michael Boddenberg, unser Finanzminister, begegnen sich mit Erlassen und Gegendarstellung. Und im Wesentlichen geht es um die Frage der Auslegung oder Anwendung von § 69 Absatz 3 des Beamtengesetzes. Für alle die, die die nicht im Kopf haben, zunächst einmal, worum geht es da? Ich zitiere, zur Ausübung einer sonstigen ehrenamtlichen, politischen oder gewerkschaftlichen Betätigung ist Beamtinnen und Beamten auf Antrag der erforderliche Urlaub unter Belastung der Besoldung zu gewähren, soweit der Dienstbetrieb dadurch nicht erheblich beeinträchtigt wird. Konkret werden im Schriftwechsel letztlich über die terminliche Disposition ehrenamtlicher und gewerkschaftlicher Arbeit in Bezug auf die Dienstzeiten unterschiedliche Interpretationen der seit Jahren unveränderten Rechtslage ausgetauscht. Und daraus macht, wir haben es ja gehört, die SPD jetzt den reißerischen Titel, die Hessische Landesregierung muss ehrenamtliche Tätigkeiten ermöglichen und nicht behindern. Also versuchen die Sozialdemokraten wahrscheinlich getragen von dem Wunsch, endlich wenigstens mal wieder von irgendeiner Seite her Zustimmung zu erfahren, jetzt daraus die Krise des Ehrenamtes zu stilisieren. Das ist, verehrter Kollege Rudolph, natürlich Unsinn. Es ist einhellige Rechtsmeinung bezüglich der Erforderlichkeit von Urlaub für gewerkschaftliche Tätigkeiten, dass dies auch eine Frage der Termindisposition ist. Hierfür muss der Beamte bzw. die Beamtin vorrangig die eigenen Gestaltungsmöglichkeiten ausschöpfen, um eine Kollision der politischen oder gewerkschaftlichen Betätigung zu vermeiden, insbesondere die Gleitzeitmöglichkeiten auszuschöpfen. Das ist nicht mein Text. Das ist ein Zitat aus dem Kommentar zu § 69 Beamtengesetz. Und er stammt von Herrn von Röttgen, ein eigentlich auch bei der SPD anerkannter und geschätzter Verwaltungsjurist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich fasse zusammen. Der Vorgang taugt weder für Empörung noch für eine politisch gehaltvolle Debatte. Ja, vielleicht wäre es besser gewesen, wenn das Finanzministerium die Personalratswahl 2021 abgewartet hätte, bevor es zu den Erlassen kam. So war während des Wahlkampfs erkennbar die Versuchung doch zu groß, um nicht laut zu trommeln von denjenigen, die im Wahlkampf Interessen haben, die völlig legitim sind. Und nicht ohne Grund haben wir ja die beiden, insbesondere auch den Gewerkschaftssekretär, gehört. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Wahl zum Personalrat ist vorbei. Auch die SPD sollte dies gemerkt haben und sich nicht länger aufregen, sondern sich freuen. Denn auf Regen folgt Sonnenschein. Vielen Dank, Herr Abg. Kaufmann. Der Kaufmann ist jetzt fertig. Sie können die Kommentare einstellen. Gut, wenn sich die Lage beruhigt hat, können wir weitermachen. Und der Abg. Graf für die AfD-Fraktion hat das Wort. So, das ist nett, Frau Präsidentin, verehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Abgeordnete, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Aktuelle Stunde der SPD befasst sich mit dem Thema Ehrenamt. Von den ca. 6 Millionen Menschen, die in Hessen leben, engagiert sich etwa ein Drittel ehrenamtlich. Wir danken der Seniorenbetreuung, den Jugendtrainern in Sportvereinen, den freiwilligen Feuerwehren oder Rettungshelfern und vielen anderen Menschen mehr, die sich ehrenamtlich engagieren. Diese Leistung ist immens wichtig. Neben einer wirtschaftlichen Komponente, wie beispielsweise der Entlastung eines Vereins, der keinen Fußballtrainer bezahlen kann, hat das Ehrenamt eine soziale Dimension. Die Stärke unserer Gesellschaft ergibt sich auch aus dem freiwilligen Engagement unserer Bürger für das Gemeinwohl. Sicher hat Corona dazu geführt, dass Ehrenämter kaum bis gar nicht mehr ausgeübt werden können, weil beispielsweise der Vereinssport komplett zum Erliegen kam. Gleichzeitig haben viele Menschen die Bereitschaft gezeigt,
sich in der Krise zu engagieren und andere zu unterstützen, die Hilfe brauchen. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es hier jemanden gibt, der das Ehrenamt nicht zu schätzen weiß, weder in der Opposition noch bei der Regierung. So fördert die Hessische Landesregierung das Ehrenamt unter anderem mit 22 Millionen Euro. Es wäre an dieser Stelle also nicht richtig zu sagen, die Landesregierung fördere das Ehrenamt nicht. Dennoch muss perspektivisch noch mehr daran gearbeitet werden, dass Ehrenämter gewürdigt werden. Soll heißen, wer sich engagiert, sollte hierfür teilweise besser entschädigt werden, wenn möglich, und nicht nur seine Freizeit opfern müssen, sondern im Gegenzug Dienstbefreiung geltend machen können, soweit möglich. Zudem darf es keine überflüssige Bürokratie dabei geben. Das aktuelle Problem ist, dass Dauerlockdown und Restriktionen fast unser komplettes Leben eingefroren haben. So leiden darunter Hoteliers und Restaurantbesitzer, ebenso wie Bürger, die sich ehrenamtlich engagieren. Menschen, die sich in Kurzarbeit befinden, Familienbetriebe im Einzelhandel, die Sportvereine, die Schüler und selbstverständlich die Senioren. Wir, die AfD, fordern seit Monaten, Risikogruppen schützen darf nicht die Selbstbestimmung unserer Bürger verletzen. Es muss einen Weg zur Normalität geben. Wenn wir nun über ein Jahr unser gesellschaftliches, wirtschaftliches und soziales Leben einfrieren, muss die berechtigte Frage lauten, sind wir so überlebensfähig? Weder leugnet die AfD Corona, noch halten wir Hygiene- und Abstandsregeln für vollkommen sinnlos. Wir sehen jedoch, dass die Politik ihrer Verantwortung nachkommen muss und die Rahmenbedingungen schafft, um im wahrsten Sinne des Wortes zu leben. Geben wir unseren Bürgern ihr Leben zurück, beenden wir überflüssige Bürokratie und stärken somit automatisch das Ehrenamt. Wenn das beherzigt wird, dann wird auch die Ausübung der Ehrenämter in gewohnter Weise funktionieren. Es mangelt nicht an der Bereitschaft der Hessen zu helfen bzw. sich im Ehrenamt zu engagieren, sondern an der faktischen Möglichkeit, die Hilfsbereitschaft umzusetzen. Spätestens an dieser Stelle müsste die Landesregierung ansetzen, besser unterstützen und deutlicher handeln. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Garf. Für die Freien Demokraten hat sich der Abgeordnete Müller aus Heidenroth zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, in der Tat, ich kenne solche Sachen, habe auch mal ein Kreistagsmandat mit niederlegen müssen, quasi, weil man mich auf Gleitzeit und anderes verwiesen hat, was schlicht nicht zu vereinbaren war, weil entsprechende HFA-Sitzungen freitags vormittags bis nachmittags und Kreistagssitzungen der darauffolgenden Woche von mittags bis abends schlicht nicht die Möglichkeit geschaffen haben, das alles auch wieder aufzuarbeiten an Zeiten. Insofern kenne ich das und ich will eines aber zu Beginn sagen, Herr Kaufmann, das Ehrenamt ist viel zu wichtig, um mit einem solchen Erlass Ehrenamtlern ihre Tätigkeit madig zu machen. Das wäre ein Satz gewesen, den ich mir von Ihnen gewünscht hätte. Stattdessen setzt das Finanzministerium dem Ehrenamt mit Kontrolle und Überwachung entgegen, weil das ist genau das, was passiert. Wenn ich als Ehrenamtler jede Tätigkeit lange im Vorhinein beim Ministerium anmelden muss, dann denke ich dreimal darüber nach, ob ich das denn irgendwie tue, ob ich dieses Ehrenamt noch ausübe. Das ist das Problem, das hier vermittelt wird. Das ist der Eindruck. Ehrenamt kann man nur fördern, indem man ihm auch Vertrauen entgegenbringt. Und das ist hier gerade das Gegenteil, was passiert. Das ist keine Werbung für den öffentlichen Dienst.
Das ist aber auch keine Werbung fürs Ehrenamt. Und deswegen fallen leider immer wieder die Reden und die Ankündigungen und die Programme und Landesehrenamtsagentur und auseinander, wenn man dann das konkrete Handeln sieht. Und wenn die eigenen Mitarbeiter in der Landesverwaltung betroffen sind, dann ist es schon wieder ein bisschen anders. Dann fängt man schon wieder ein bisschen anders an zu reden und zu schauen. Es wird ein echter Bürokratismus aufgebaut und das ist für mich das Hauptproblem. Da ist schon wieder ein Haufen Bürokratie, Formulare und. Ja, wahrscheinlich braucht man dann auch in der Tat wieder ein oder zwei Leute, die sich darum kümmern und bemühen. Und wenn man das Ziel hat, Herr Boddenberg, wenn man das Ziel hat, es einheitlich in seinem Ressort zu regeln, dann kann man auch einen Erlass machen. Dann kann man das klar regeln, wie verfahren wird. Dann muss man dabei nicht über ein Jahr lang alle Meldungen und alles einkassieren. Dann kann man sich, und das ist ja nun nichts Neues, was dort läuft in den Dienststellen. Es ist ein Konflikt. Und ich kann nur sagen, diesen Konflikt auf dem Rücken der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auszutragen, die ehrenamtlich aktiv sind, halte ich für keine gute Lösung. Und wenn es das braucht, braucht es eigentlich in allen Ressorts. Und deswegen wäre ich schon in der Tat auch interessiert und gespannt, ob das jetzt nur im Finanzministerium ein Problem ist oder ob es eben in allen Ressorts ein Problem ist. Und wenn das so ist, dann ja, muss man das in der Tat hier auch mal ankündigen. Aber es spricht eben vieles dafür, dass es ein Konflikt ist, der innerhalb des Finanzministeriums läuft, der hier auf dem Rücken der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgetragen wird, eben auch der Ehrenamtler. Und der Kollege Kaufmann hat ebenso schön auf die Verfassung hingewiesen und darauf, dass Ehrenamt als Staatsziel formuliert ist. Deswegen kann ich davon ausgehen, Herr Boddenberg, dass Sie gleich ankündigen, dass Sie diesen Erlass schlicht zurückziehen und es bei den bisherigen Regelungen lassen. Ich glaube, dass die entsprechenden Dienststellenleiter schon in der Lage sind, hier ordnungsgemäße und gute Lösungen zu finden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Müller. Für die Landesregierung hat jetzt Staatsminister Boddenberg das Wort. Ja, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn man sich auf eins verlassen kann, dann auf solche Zwischenrufe von Herrn Kollegen Rudolph. Das hätte mich fast enttäuscht, wenn da nichts mehr gekommen ist. Eben kam noch der Zwischenruf, es muss wahrscheinlich noch Platz geschaffen werden für den einen oder anderen aus der Jungen Union. Finde ich auch recht bemerkenswert, Herr Rudolph. Vielleicht versuchen Sie mal, ein Beispiel zu finden, seitdem ich dieses Amt ausübe. Aber das alles nur am Rande. Also, ich komme zum Punkt. Zunächst einmal will ich feststellen, dass ich glaube, alle diejenigen, die sich mit dieser Frage hier aktuell beschäftigen, wissen, wo das herkommt. Das muss ich nicht näher erläutern. Mein Problem ist ein bisschen, dass ein Widerspruchsverfahren läuft, das gerade in der OFD beschieden wird. Und insofern habe ich, Herr Rudolph, jedes Gesprächsangebot angenommen, vom ersten Tag an, übrigens auch mit den Betroffenen über gewerkschaftsspezifische Fragen gesprochen. Ich kenne den, über den wir hier reden, schon seit langer Zeit, auch langer Zeit vor meinem Amt. Und insofern gibt es da gar kein Vertun. Selbstverständlich bin ich nicht nur gesprächsbereit, sondern, Herr Weiß, das habe ich Ihnen am Mittwoch am Rande des Haushaltsausschusses gesagt, ein Freund der Gewerkschaften. Das will ich ausdrücklich sagen, weil ich glaube, dass wir alle gut daran tun, dass wir Gewerkschaften nicht nur gesetzlich regeln und ihre Arbeit regeln, sondern sie auch in jeder Hinsicht ernst nehmen, politisch ernst nehmen, aber auch mit ihren gesetzlichen Aufträgen respektieren und damit, ich glaube, zu einem gesamten Klima beitragen, das nur förderlich sein kann. Ich will übrigens auch feststellen, es schreiben mir ja ganz viele Menschen Mails und Briefe. Ich war gerade heute Morgen noch im Wahlkreisbüro, da sind ziemlich viele in einer aktuellen anderen Angelegenheit unterwegs und dann kriegt man mal 30, 40 Mails. Zu dem Thema, das hier heute besprochen worden ist, habe ich keine einzige weitere Beschwerde. Ich will es ja nur einmal gesagt haben. Wenn Sie da massenweise haben, leiten Sie mir die gerne zu. Wenn Sie da massenweise welche haben sollten, Herr Rudolph, leiten Sie mir die gerne zu. Und dann schaue ich mir das natürlich und selbstverständlich an. Herr Weiß, ich muss Sie noch einmal bemühen. Herr Weiß, wir hatten ja oder Sie hatten das Thema eigentlich angemeldet für eine Behandlung im Haushaltsausschuss. Ich hatte das Gefühl, dass Sie es schlichtweg vergessen haben, was für mich ein wenig darauf hindeutet, dass das Thema ja, jedenfalls vielleicht gar nicht ganz so ernsthaft in der Sache diskutiert werden soll, sondern Sie hier im Plenum einen entsprechenden Aufschlag vorhatten. Das ist jetzt eine vielleicht bösartige Unterstellung. Wenn es anders sein sollte, würde ich mich sofort dafür entschuldigen. Aber noch einmal zurück zur Sache.
Wir haben in unserem Geschäftsbereich, Frau Schwarzhauer, wie Sie wissen, 16.000 Beschäftigte, davon 11.000 in den Finanzämtern. Das heißt wiederum, dass wir natürlich mit einer sehr dezentralen Aufstellung regeln, die der Gesetzgeber, also dieses Parlament, geschaffen hat, tatsächlich auch einzuhalten. So, und hier ist zu Recht von Herrn Kaufmann wie auch von Frau Kollegin Arnold darauf hingewiesen worden, dass das Ehrenamt nicht nur wichtig ist, sondern ich finde, wir gerade was die ehrenamtliche Betätigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Landesverwaltung anbelangt, sehr gute und, ich glaube, unstreitige Regeln haben. Jetzt kann man über den einen oder anderen Tag oder über die eine oder andere Freistellung natürlich streiten. Ich sage Ihnen hier in aller Deutlichkeit, wir werden jeden rechtlichen Rahmen ausnutzen im Sinne der ehrenamtlich Tätigen. Und da ist es mir in Anführungsstrichen egal, ob Sie kommunalpolitisch tätig sind, ob Sie bei der Freiwilligen Feuerwehr tätig sind oder ob Sie für Gewerkschaften tätig sind. Das ist alles gewollt, ausdrücklich, und wird von uns so behandelt, wie Sie es gehört, nämlich immer in Rechtsauslegung der Gesetze, die dahinter stehen, so dass wir das vertreten können. Und wenn ich Ihnen ein Beispiel nennen darf, Herr Schaus, in den letzten Tagen sind, glaube ich, 25 Anträge eingegangen und alle 25 positiv beschieden worden. Also, Herr Rudolf Hönsel, doch auf zu erzählen, dass wir hier die Arbeit der Feuerwehr behindern oder kommunalpolitische Arbeit behindern. Entschuldigung, das ist gelinde gesagt falsch, und das wissen Sie auch. So, und um beim Thema falsch vielleicht auch noch einmal kurz auf Ihre Rede einzugehen. Herr Kaufmann hat ja schon Ihre Empörungsrhetorik, die wir hier bei jedem Thema erleben, eben kommentiert. Zu dieser Empörungsrhetorik will ich nichts sagen. Das ist Ihr gutes Recht, hier auch sehr emotional aufzutreten. Aber was ich nicht in Ordnung finde, ist, dass Sie schlicht Falsches hier vortragen. Sie haben eben den Bürokratismus aufgerufen. Wir zentralisieren das jetzt einmal für eine gewisse Zeit und schauen uns das an und werden dann daraus unsere Schlüsse im Prozedere finden und entwickeln. Und Herr Rudolph, wenn Sie dann hier beispielsweise behaupten, dass die Tagesordnung, die Sitzungstagesordnung mit eingereicht werden müssen, ist das falsch? Schlichtweg falsch. Es ist falsch, Herr Rudolph. Und das zeigt, was mit Ihrer Rede heute bezweckt war, nämlich, dass Sie offensichtlich in der Sache wenig Argumente hatten, außer dem, dass Sie für einen Beschwerdeführer hier die Partei ergreifen und das Ganze noch garnieren müssen und dann auch noch mit Dingen, die schlichtweg falsch und unwahr sind. Herr Rudolph, ich finde das unangemessen. Ich finde es schade. Und ich will ausdrücklich noch einmal sagen, dieses Parlament hat in der hessischen Urlaubsgesetzgebung, dieses Parlament hat mit dem hessischen Beamtengesetz der Innenminister in den Tarifverhandlungen Verabredungen getroffen, in denen ehrenamtliche Arbeit sehr klar geregelt sind. Kleinen Moment, gibt es eine Zwischenfrage? Nein, ich mache jetzt auch Schluss mit der Rede. Und Herr Kollege Kaufmann hat eben darauf hingewiesen, dass es entsprechende Rechtsprechung gibt. Genau daran orientieren wir uns. Und wir gucken uns das jetzt einmal eine Zeit lang an. Und dann wird uns am Ende auch etwas sehr Kluges einfallen für den Fall, dass ich selber auch auf die Idee und die Erkenntnis komme und dort reift, dass das zu viel Bürokratie ist. Ich kann das nicht sehen. Die Anträge können digital gestellt werden. Die werden relativ schnell bearbeitet und beschieden. Und insofern, glaube ich, erklärt sich noch einmal alles das, was Sie hier eben vorgetragen haben, insbesondere Herr Rudolph und Herr Schaus, dadurch, dass das auch ein wenig mit aktuellen Wahlkämpfen zu tun hatte in der Vergangenheit. Und damit will ich es bewenden lassen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Boddenberg. Es sind 1:10 Minuten überzogen. Und als Erstes hat sich der Abgeordnete Rudolph noch einmal zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, alles bemerkenswert, Herr Boddenberg, die dritte Rede, die wir dann petzen müssen an der Stelle, damit die Mitarbeiter wissen, wie Sie das halten, weil Sie eben von der Wahrheit gesprochen haben. Dann würde ich Sie bitten, ebenfalls bei der Wahrheit zu bleiben. Aus den vorliegenden Antragsformularen, die uns vorliegen und die sicherlich auch Ihnen bekannt sind, für Anträge auf Sonderurlaub bzw. Dienstbefreiung sind folgende Unterlagen beizufügen: Anmeldung, Einladung und Programm, aus denen Anlass, Inhalt und der zeitliche Umfang hervorgeht. Was soll diese Überprüfung? Das ist ein Kontrollierungszwang, den Ihr übereifriger Abteilungsleiter. Nein, Sie geht die Tagesordnung einer Kreistagssitzung nichts an, um das mal ganz deutlich zu sagen. Geht Sie nichts an. Und deswegen, das sind Vordrucke aus dem Hause des Finanzministeriums. Und damit stelle ich fest, ich habe die Wahrheit gesagt, Sie haben etwas anderes gesagt, um nicht unnötige Schärfe an dem Schluss reinzubringen. Ja, Sie sollten sich dann schon einmal besser informieren lassen von Ihrem Zentralabteilungsleiter. Vielen Dank.
Und als nächstes hat sich der Abgeordnete Schaus noch einmal für 1 Minute 10 zu Wort gemeldet. Bitte schön. Herr Minister Boddenberg, Herr Rudolph hat schon darauf hingewiesen, Sie haben hier falsch berichtet. Das Formular liegt uns vor, und er hat daraus zitiert. Und ich sage an dieser Stelle auch, um eine andere Personengruppe anzusprechen, es geht Sie auch nichts an, welche Tagesordnung eine Gewerkschaftsveranstaltung hat. Es geht Sie auch nichts an, Herr Minister. Ja, und das haben Sie nicht abzufragen. So. Und das ist Behinderung der ehrenamtlichen Tätigkeit. Und das im Übrigen hier bei Bildungsurlaubsveranstaltungen 6 Wochen vorher die zentrale Genehmigung eingeholt werden muss, wo ich weiß, dass Bildungsträger möglicherweise im Regelfall 4 Wochen vorher die Einladung verschicken. Ja, das ist eine Behinderung selbst auch der Bildungsarbeit über diese Formalia, die Sie hier einführen wollen. Und noch einmal für 1 Minute 10 der Abgeordnete Kaufmann für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz kurz. Nein, ich empöre mich nicht, aber ich werfe der SPD vor, dass sie hier gerade eben vorgetragen hat, wieder besseres Wissen. Sie sind darüber unterrichtet worden, und ich darf zitieren aus einem Schreiben. Abschließend möchte ich Ihnen noch rückmelden, dass ich Ihren Hinweis auf eine aus Ihrer Sicht missverständliche Formulierung im Antragsformular aufgenommen habe. Es wird in den nächsten Tagen eine Klarstellung dahingehend erfolgen, dass die dort formulierte Bitte dem Antrag, Zitat, Anmeldung, Einladung und Programm, aus denen Anlass und Inhalt der zeitliche Umfang hervorgeht, beizufügen, nicht darauf abzielt, die Tagesordnung der Veranstaltung beizufügen. Es ist vielmehr lediglich notwendig, dem Antrag die Unterlagen beizufügen, aus denen sich der Anlass und der zeitliche Umfang der Veranstaltung ergibt. Das wissen Sie. Und hier kommen Sie her, Herr Kollege Rudolph, und erzählen wahrheitswidrig was anderes. Das sollte man aber im Protokoll auch klarstellen. Und der Abgeordnete Müller für die Freien Demokraten hat noch 1 Minute 44. Ja, ja, übrig. Ach so. Entschuldigung. Danke. Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Präsidentin, ich glaube, eins ist deutlich geworden, gerade auch noch einmal an den letzten Beiträgen. Es gibt da scheinbar ein Problem. Also, wenn man Erlasse macht, wo man erst was reinschreibt, es nachher dann korrigieren muss, dann wird offensichtlich dieser Konflikt auch aus dem Ministerium heraus betrieben. Und das kann es nicht sein, weil das auf dem Rücken der ehrenamtlich Tätigen stattfindet. Und deswegen die nachdrückliche Bitte, Herr Minister, kümmern Sie sich darum, lösen Sie dieses Problem, weil es nicht sein kann, dass am Ende die Leidtragenden diejenigen sind, die sich für unsere Gesellschaft einsetzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Möchten Sie noch einmal? Sonst sind wir am Ende. Gut, dann sind wir am Ende der Aktuellen Stunde angekommen und haben diese abgehalten.